So richtig fetter Basston einfach, gell? Yo, das ist Lars, das ist Roman. Yeah. Wir machen heute Lachen, Roman. Ja. Yeah. Yeah, der Beat ist zu schnell, deswegen rapp ich zu schnell und ich habe einen Helm und den trage ich. Ist gut. Ich kann teilweise bei denen die Dings gucken. Oh nein, ich will nicht reingucken. Guck nicht in meine Sachen. Ich kann auch teilweise in deine Sachen reingucken. Okay, Schere, Stein, Papier, komm. Komm, wir schreiben. Oh, jetzt habe ich Dings aufgemacht. Okay, Schere, Stein, Papier. Ah, Papier schlägt Schwein. Also, du musst anfangen. Okay. Ja, okay. Alles klar, ich stelle mich mal wieder vor deinen Vorhang und du musst mir sagen... Weißt du, das ist eigentlich dumm, mit mir kann man gar nicht mehr Schere, Stein, Papier spielen, oder? Warum? Ich nehme immer Stein, immer. Ja. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß das, deswegen gebe ich einfach Papier ein und dann bist du dran. Du gibst mir entweder Schwein oder Stein. Okay, ich guck. Oh nein, sag nicht schon wieder. Sag Bescheid, ob ich aufmachen kann. Schon wieder und hab gewonnen. Kann ich aufmachen? Warte. Momento, Mamanitos. Muss ich drauf. Okay, 3, 2, 1. Hallo! Na, wollt ihr einen witzigen Witz hören? Wollt ihr einen witzigen Witz hören, habe ich gesagt? Ja, einen witzigen Witz. Ja, einen witzigen Witz. Okay. Höret. Der Autofahrer zum Tankwart. Kontrollieren Sie bitte auch die Reifen. 1, 2, 3, 4. Alle da. Ja. Okay. Der war nix? Okay, Moment, da muss ich noch was. Nee, nicht so ganz. Bisschen nachschlagen. Oh, das blöde Waffeleisen funktioniert doch gar nicht. Geh sofort weg vom Laptop. Oh, okay. Ja, das ist... dein Laptop als Waffeleisen benutzen, das ist schon heftig, muss ich sagen. Aber hat mich noch nicht zum Lachen gebracht. Ja, aber der war auch richtig. Der war auch echt... Hast du noch einen? Nee. geht dein Dalmatiner einkaufen? Und fragt die Kassiererin, sammeln Sie noch Punkte? Ja, okay. Irgendwie ist es voll schwer, den auch vorzulesen, weißt du, den so rüberzubringen, dass es lustig klingt. Ja, aber ich hab den schon witzig mit dem Dalmatiner, da habe ich jetzt ein bisschen gelächelt, muss ich zugeben. Ja, aber das ist trotzdem, sammeln Sie noch Punkte, das aber ist es richtiger war kein Dings. Lachen. Ja, mach das Kackding hier wieder zu, ey. Das ist für eine aber, Kacke hier. Aber hattest du eigentlich gerade einen Skin? Hattest du einen Skin eigentlich? Nö. Okay, gut. Alles aber ich kann natürlich auch wieder den hier nehmen. Nein, nimm den weg. Wir wurden einmal demonetarisiert, weil Lars den benutzt hat. Komm, stell dich mir jetzt vor den Vorhang und du kannst eigentlich schon anfangen. Okay, 3, 2, 1, sagst du? Ja, 3, 2, 1 und los. Oh nein. Guck genau hin. Und so. Deine Überraschung ist hinter dem Bild. Nee, also der ist cool, aber... Aber schon cooler Raum, oder? Ja, übel. Mega cool. So überall diese Katze. Hast du nicht gelacht, oder was? Nee, genauso wenig wie du bei meinen Dalmatiner-Grab. Bei deinem Witz. Oh Gott, das ist so schlecht. Okay, gut, dann... Oh nein, jetzt kommt was richtig Schlimmes. Okay. Ich bin bereit, also wenn du bereit bist. Okay, warte, kurz nochmal durchlesen. Ja. Oh mein Gott, es geht schon die Tür auf. Hä, was? Okay. Okay. Okay, ich muss jetzt ein bisschen improvisieren, okay? Bist du bereit? Okay. 3. Warte. Achso, du zählst runter. Okay. So, okay. Are you ready? Ich bin ready. Okay, let's go. Aufmachen. Okay. Es wird jetzt so unangenehm. Okay, dann. 3, 2, 1. Die Nudel auf der Nase da, ein falscher Text in einem Lied. Oh mein Gott, das ist so unangenehm. Ein leiser Duft, der dich verriet, 14 Jahre urlaubsfrei. Wie eine gehängte Sau vorbei, Müll geredet, hat sich schnell. Du brauchst ein dickes Fell. Haha! Hä? Was ist das? Das war's. Hey, da kommt eine Hase. Oh. Da ist eine Hasenfamilie, die zu dir kommt. Die singen sogar mit dir. Du hättest sie aktivieren müssen. Die drehen sich. Du hättest sie aktivieren müssen, als du gesungen hast. Du bist so dumm. Das wäre viel besser gewesen. Ich verlasse einfach mein Leben gerade. Okay, aber ich habe gelacht. Ich muss schon lachen. Oh mein Gott, das war gerade so unangenehm. Den Lars mal singen hören, das ist ja richtig gut.
Komm, jetzt sag ich dir mal, was ich habe. Nee, aber den Punkt nehme ich mit. Oh mein Gott, ey. Okay, warte. Oh, okay. Oh nein, meins ist auch richtig schlimm. Warte. Das war unangenehm. Okay. Ich weiß nicht, ob das überhaupt ein Lied ist. Oh mein Gott. Die Nudel auf der Nase da, ein falscher Text in einem dumm. Lied. Ja, ich trinke. Okay, warte mal, bist du bereit, Mann? Nee. Also stell dich davor, es wird abends. Okay, bist du ready? Also, yeah. Okay, dann mach die Tür auf in 3, 2, 1, jetzt. Let's go! Ja, ich bin da. Okay, jetzt kann ich hier was klauen. Der große Tag ist gekommen. Erstmal zack, die Maske anziehen und da ist er. Hast du die Maske denn nicht vorher schon? Da ist er, der Pokal mit der Kacke drin. Ich wollte ihn schon immer haben. Der Pokal mit der Kacke drin. Was? Nein! Das ist doch ein Alarm! Das ist doch ein Alarm! Was zur Hölle? Hilfe! Ich bin einfach hier runtergefallen. Oh nein! Entschuldigen Sie bitte. Ey, was machst du da? Es tut mir so leid. Ich wollte das nicht tun. Bitte verschonen Sie mich. Oh mein Gott, es laggt. Hör auf damit. Nein! Ich wollte nur diesen Pokal klauen. Bitte, bitte sperren Sie mich nicht ein. Bitte, komm mit. Oh nein! Oh mein Gott. Oh nein! Es war schön, Sie zu sehen. Und, hast du gelacht? Ende der Show? Ja, das war Ende der Show. Ja, ich bin erschrocken, weil deswegen musste ich lachen. Von diesem Alarm, gell? Ja, Mann. Aber war schon gut, oder? War echt gut, ja. Echt krass. Ey, richtig krass. Mit Alarm und so? Das war schon richtig so, oder? Alarm, Mamam. Das war Alarm, Tamam war das. Okay, gut. Ja, okay, der war krass. Der war gut. Dann würde ich mal sagen, du kannst als nächster machen wieder, oder? Sag mir einfach Bescheid. Ja. Aber das war wirklich mal. Okay. Du musst dich einfach nur da vorstellen. Let's go. Mach einfach aufmachen. Ja, mach einfach auf. Okay. Guck mal. Lustig. Guck mal. Okay. Ist da noch mehr drin? Nee, das war's. Doch, hier ist noch was drin. Komm rein. Oh mein Gott. Oh. Okay. Oh mein Gott. Oh Mist. Das ist ultra so random. Schlecht. Das ist so ultra random. Was ist das? Ist da noch einer? Oh Mann. Nee, das war's. Ja, ich hab bei dem letzten ein bisschen gekichert, muss ich zugeben. Warte mal, ich hab bei dem hier vergessen anzumachen. Blub. Bei dir habe ich auch einmal gelächelt. Zweimal. Oh oh. Okay, jetzt bin ich wieder dran, ne? Ah. Zum Grande Finale kommen wir am Grande Finale. Ja, es gibt übrigens, in dieser Runde gibt's Goldräume, aber die werden wir gleich nochmal erklären. So. Okay, also Lars, das wird auch total bescheuert werden von mir, aber naja. Oh nein. Das wird, ja. Okay. Dann würde ich mal sagen, legen wir los, ne? 3, 2, 1. Den Spargel schälen und in 3 cm lange Stücke schneiden, ja. Die Champignons, die bürsten und eventuell klein schneiden. Den Spargel 5 Minuten in Olivenöl anbraten. Die Pilze, ist das ein Rezept? Die Pilze mit in die Pfanne geben. Das Balkangewürz dazugeben. Und alles weiter 5 Minuten dünsten. Mit Balsamico und Sojasauce ablöschen. Hast du gelacht? Das ist ja, aber das ist einfach nur, weil ich mich gerade mega fremdschäme. Das ist ein Spargel-Champignon-Soße-Rezept, was ich hier als Baby aufvortragen muss. Warum auch immer. Ich habe mich gestern schon gefragt, was mit meinem Leben eigentlich verkehrt läuft, aber ich weiß es ganz genau. Ich habe mich auch immer gefragt, was da verkehrt läuft. Okay, jetzt kommen die Goldräume. Die Goldräume sind nochmal ganz special. Das sind die Räume, die tatsächlich noch. Also übrigens, du hast bei mir gelacht, deswegen ein Punkt für mich nochmal. Das heißt, wir sind im Gleichstand, richtig? Ja. Okay, der Goldraum, das sind die Special-Lustigen. Das macht mich immer so müde. Das sind die Special-Lustigen. Und Lars, du musst jetzt deinen Special-Lustigen aufhören und ich schaue mir das an. Okay. Let's go, ich möchte sehen, was du drauf hast, Mann. Okay. Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit, du musst mir nur sagen, wann ich aufmachen muss. Öffnen. Sind Sie bereit für den Lachkrampf des Jahrhunderts? Viel Spaß und gute Nacht. Hey, guten Morgen. Hey, guten Morgen. Manfred und Thorsten, das sind meine Bros, weißt du, was ich meine? Ach, guten Morgen.
Die zwei treffen sich. Na, wie geht's dir? Sagte Thorsten. Ja, ihm geht's anscheinend super. Wieder ein Bogenduell? Guck mal, das sind richtige Freunde, die sich mit Bögen gegeneinander kämpfen. Ein Bogenduell? Hat der eine? Ja, aber du weißt, dass ich besser bin, sagte Thorsten. Wie nah die davor stehen, ich weiß nicht, gell? Haha, nein, ich bin besser, sagte Manfred. Oh mein Gott, das ist so kacke. Guck mal, der schießt ihn ab. Autsch! Autsch! Warum finde ich das witzig? Nimm das! Was? Der ist einfach gestorben! Aua. Der ist schon tot! Ja, wie kann der überhaupt sterben, wenn er schon tot war, oder? Okay, so. Vielen Dank und gute Nacht! So, machen wir das Ding hier wieder zu, bevor es noch peinlicher wird für uns. Oh mein Gott. Ja, ich hab gelacht. Mach an. Ich weiß nicht, warum ich es witzig fand. Das war einfach dumm. Es war einfach überhaupt nicht lustig. Es war überhaupt nicht lustig, aber irgendwie dann wiederum doch. Das, einfach nur, weil die auch Manfred hießen. Wie heißt eine Manfred und der Thorsten. Andere Thorsten? Okay. Hey, Thorsten! Okay. So, ich habe auch einen kleinen Film für dich vorbereitet. Cool. Du musst im Game Mode sein und Creative. Bin Bist ich. Du Game Mode und Creative? Okay. Ja. Oh, jetzt bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Ich häng hier gerade richtig auf meinem Stuhl. Warte mal, ich muss nur kurz was checken, bevor du aufmachst. Okay. Okay. Okay, gut. Dann kannst du aufmachen. In 3, 2, 1 und hingucken. Darf ich vorstellen? Ein Film. Oh. Das ist Spidey. Spidey, die Schlange. Die Spinne. Die Schlange. Ey, der zählt nicht. Sie ist eingesperrt. Oh nein. Da ist auch ein bisschen. Ist wie ein Parcours aufgebaut. Sie versucht die ganze. Ah, da wurde sie gestochen. Da wurde sie gerade gestochen. Da kommen immer weiter irgendwelche Löcke nochmal dazu. Aber Spidey, die Spinne, sie versucht es. Die versucht einfach durch das Ding durchzukommen. Und da sind auch schon die Schnallen, ne? Mit den ganzen Trapdoors. Aber sie macht es ganz, ganz fragil. Sie geht einfach auf die andere Seite. Und so wie eine Spinne das richtig macht, schön an der Decke, an der Wand entlang. Zack, weiter geht's. Und jetzt braucht sie nur noch einen Schritt. Einen Schritt, um in die Freiheit zu kommen. Obwohl sie angegriffen wurde. Es ist ihr egal. Sie klettert wieder hoch. Und zack, das Ding kommt. Und sie hat es gleich geschafft. Oh, der elektrische Zaun, der macht ihr nochmal zu schaffen. Aber... sie ist gestorben. Und? Wie fandest du das? Was ist gerade passiert? Aber du hast am Anfang gelacht, als ich Schlange gesagt ja, habe. Ja, aber willst du das jetzt zählen lassen? Ja, oder nö? Okay, gut. Ich muss sagen, das zählt nicht. Du hast nicht gelacht, gell? Was ist da gerade passiert? Ja, ich muss sagen... Ich überhaupt nicht verstanden. Mein Film war nicht so witzig wie deiner. Dein Film war schon witziger. Deswegen würde ich sagen, diese Runde geht tatsächlich an Lars diesmal. 3 gegen 3 zu 2, ja, okay. 3 zu 2 steht's. Das erste Mal, dass Lars gewonnen hat. Nein, ich habe schon voll oft gewonnen. Nee, ja, noch nicht. Er hat die ganze Zeit verloren. Nein, war Spaß. Okay, gut, ja, meine werten Damen und Herren. Achtung, die Nudel auf der Nase da. Ein Falscher. Das war so dumm. Okay, Leute, gebt uns einen Daumen nach oben. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Und ciao.